Schön, dass Sie da willkommen. Ich weiß, Weihnachtszeit hat jeden Stress. Jeder hat eine Einladung irgendwo auf diesem Tag. Und wir tun heute ein Geburtstag feiern. Geburtstag von Thank you. Wir machen heute ganz speziell, wir machen nicht einfach ein CD abspielen, wir machen alles live. Wir werden auch mit euch nicht ein Monolog, sondern ein Dialog führen. Das heißt, wir werden mit euch schwätzen, wir werden euch singen, wir werden auch mitsingen. Und es ist ganz speziell, wir werden, dass jede Person, die da mitgekommen ist, wie man vor ist, ganz anders wieder rausgeht. Übrigens, rausgeht, wir haben eine feine, super Lage. Das fällt sicher jede Person, falls man kalt wird. Jetzt haben wir einen super Schluss. Aber zu der Kälte bekämpfen könnt ihr auch mit Matschen, mit Singen, ein herzliches Gut tun. Und ich werde gerade fragen, wer hat Geburtstag mit? Kein Mensch. Kein Problem. Morgen? Ha? Übermorgen? Hast du Geburtstag? Du musst mit mir reden, weißt du? Wie heißt du? Übermorgen. Wie heißt du? Armando. Armando Cortez. Armando Cortez. Hat er besucht noch Geburtstag? Übernacht? In 4 Tagen, 5 Tagen, 5 Tagen, 6 Tagen, dann auch. Hat er besucht noch Geburtstag von Ort? Nur eine Person bis hier noch. Nur eine Person. Also, ja. Wenn hast du, ich sage du zu allen will, als Gotteskinder sagen wir alle du zueinander. Vielleicht gilt das nur für jetzt, der für jetzt für den Gottesdienst, aber ich sage du, wenn es okay ist für dich. Für sie, für dich. Ist gut. Wie heißt es denn? Therese, wie viel? Therese, wie ist dein Nachname? Meier. Also für Therese Meier und Cortez Armando. Wir haben für euch eine wunderschöne Überraschung. Kannst du mir vorstellen, was es ist? Die Überraschung ist schön. Deutschland sei willkommen. Ich habe euch vermisst. Aber wir sind doch von der linken Sparte. Schöner Platz für euch. Auch wir sind auf der besten Platz. Vorhin bin ich Sekretärin. Und es steht auch irgendetwas drauf. Weißt du, wie das passiert ist? Kannst du das ganz gut lesen? Ganz gut, dass jeder das noch hört. Gutschein? Also, ich lese mal vor. Für einen Aufruf, die Kosten, Inflation an deinem Privatfest. Gültig bis Ende 2012. Gottes Segen. Schon ausgefüllt. Wie geht das? Das ist ja wahnsinnig, Riesenapplaus. Das ist nicht auf Spanisch geschrieben, das ist auf Deutsch geschrieben. Wolltest du das lesen? Du hast Brille, wo du diesen Mann tust. Also, du musst es lesen. Ganz gut. Wunderbar. Ist das nicht schön? Wir feiern Geburtstag heute. Einmal für den Tennis, einmal für die bis an die Menschen, um den sie. Und nur zu zeigen, wie schön, dass sie das Land noch sind. Man kann auch das Gratis überkommen. Ein Geburtstagsfest, ein Hochzeit. Irgendes Fest, das muss nicht ein Hochzeit sein, ein Geburtstagsfest. Irgendes Fest, du kannst einfach sagen, ich mache meine ganze Nachbarschaft hier, und meine Familie gibt. Wir kommen zu euch in der Stube, und wir kommen zu euch in einem Restaurant. Wir machen Musik für euch gratis. Gospelmusik tut gut. Dream it, live it. Eine wahre Weihnachtsgeschichte von der Hoffnung, erfunden von Nigel Kingsley. Unsere heutige Geschichte erzählt von Liebe, Glaube,
Respekt. Das alles zusammen ist wahrhaftig eine Zauberformel, die unser Leben steuern soll. Der kleine Timmy war ein lebensfroher und aufgeweckter Bub, bis er wegen einer unheilbaren Krankheit seine geliebte Mami Zähli kurz vor dem letzten Weihnachtsfest verloren hat. Zurückgeblieben ist sein Vater Andrew und seine Grossmutter Grandma Victoria. Da aber alle in der Familie getraut haben und selber mit den eigenen Gefühlen gekämpft haben, hat Timmy mehr Trost bei seinem Gespenst, Lea, gefunden. Sie ist ein Nachbarmädchen, das mit Timmy in die Schule kommt. Eine wunderschöne Freundschaft hat sich zwischen Timmy und Lea entwickelt. Und sie haben viel zusammen unternommen, was Timmy in dieser schweren Zeit amigs ein bisschen abgedeckt hat. Auch wenn die Trauer und die Verlustgefühle immer wieder präsent waren. Ray und ihre Mann. Die kommen aus Amerika, die sind da in Kuhn. Und die wohnen dort an Hongkong. Die sind weit geschwommen. Ein riesen Applaus für die zwei. Thank you.
mal ganz abwesend und traurig gewirkt hat, hat sich Lea grosse Sorgen gemacht und hat beschlossen, dem Timmy eine grosse Überraschung zu bereiten. Der Lea, ihr Papi, ist Züchter von einer seltenen Hunderasse. Und gerade erst ist ein neuer Wurf mit 4 Welpen gefallen. Lea ist sich sicher, der Timmy hätte die grösste Freude an diesen süßen Vierbeiner. Der Timmy ist natürlich Feuer und Flamme für den Vorschlag von der Lea. Er liebt alle Tiere so sehr. Der Timmy weiss aber auch, dass sein Papi sehr arm ist und er sich niemals einen teuren Welpen leisten könnte. Schließlich ist sein Papi, der Andrew, krank. Er lässt einfach nicht locker.
Und so konnte Lea doch noch ihren Papi überzeugen, einem Timmy den vierten Welt zu zeigen, wo leider nur mit 3 Beinen geboren wurde. Der Anblick schockierte Timmy und machte ihn ganz traurig. Es ist ihm wieder mal klar geworden, dass er unter dem kürzlichen Tod von seiner Mami immer noch sehr leidet und empfindlicher reagiert als alle anderen Menschen. Es kommt der Moment, wo ich muss Gott einhaken und sagen, Mensch, wir als Christen und die wenigstens die, die Gott glauben. Es kommt so weit, wo dann sagt, wenn ich schon an Gott glaube, dann ich hoffe, dass er mir auch etwas kann machen. Das nächste heißt, my God can do anything. My God.
ist an Timmy seine Freude umso grösser. Er hat gewusst, dass alle Welpen zum Verkauf bestehen. Und er fragt trotz allem, was denn so ein Hündchen kostet. Der Preis für einen Welpen ist ein weiterer Schock. Der kleine Timmy hat selber kein Geld. Und sein armer, kranker Papi ist wegen seiner Krankheit bereits seit 2 Jahren zu Hause und ohne Job. Sein Papi Andrew ist überall ausgestoßen worden, sobald die Menschen aus seinem Leiden erfahren haben. Und so hat er gar nie die Chance gehabt, richtig zu arbeiten. Wo aber der Timmy ihm von diesen Wunderbabys erzählt hat und er gemerkt hat, wie viel Lebensfreude es ihm zurückgibt, hat sich der Andrew trotz seinem schwachen Zustand dazu entschieden, eine Heimarbeit anzunehmen. Er will wirklich alles unternehmen, um seinem Sohn Freude und Trost zu spenden, wo er doch auch in der ganzen Zeit muss zu Hause sein. Das nächste Lied heisst You can't hurry God. Das heisst, du kannst Gott nicht hetzen. Wenn es die göttliche Zeit ist, wenn es seine Zeit ist, dann passiert es. Manchmal schneidet man, wenn man sagt, mein Gott kann do anything, mein Gott kann alles machen. Und dann gab es schon etwas. Und passiert nichts. Weißt du, wo ist mein Gott? Und ganz schwierig zum Teil, im schlimmsten Fall vom Glauben weg. Und er hat noch keine Antwort gegeben. Es wäre schön, wenn er sagt, nein. Ist nein. Wenn es ja ist, umso besser. Das Härteste ist, wenn er sagt, oder nichts sagt, und das heißt, warte. Das ist der Härteste. Wer von uns hat schon mal durch das Wunder erlebt? Oder dank von Warten, dank von langen Warten, Gott so eine Antwort bekommen? Thank you.
Er spielt mit dem, wo du ihn brauchst, aber er wird nicht spart sein für dich. Ich kann right on time. Er wird in der Schweiz sein. Pünktlich. Zu Gottes Sinn.